Christian hat ein Smartphone. Damit verschickt er Emojis, spielt, macht Selfies und liest die Nachrichten-App. Aber ist Christian medienkompetent? Das kann er überprüfen mit dem Medienkompetenzmodell nach Dieter Barke. Dieses Modell besteht aus 4 Teilkompetenzen: Medienkunde, Medienkritik, Mediennutzung, Mediengestaltung. In der Medienkunde geht es um die Basics des Mediensystems. Wie sein Smartphone an- und ausgeht, weiß Christian schon. Aber wie sieht es mit seinem Hintergrundwissen zum deutschen Mediensystem aus? Wer finanziert die Tagesschau-App, die Christian liest? Und wie arbeiten Journalisten eigentlich? Dieses Wissen ist nicht zum Anhäufen da. Christian kann es benutzen, um die Informationen aus dem Internet kritisch zu hinterfragen. Wenn er die Qualitätskriterien journalistischer Arbeit kennt, merkt er sofort, wenn er mal auf einer merkwürdigen Internetseite gelandet ist. Er bezieht also sein Wissen aus der Medienkunde auf sich selbst. Das nennt man Medienkritik. Die Mediennutzung ist die 3. Säule des Medienkompetenzmodells. Sich Informationen aus dem Internet zu beschaffen für das nächste Referat gehört ebenso dazu, wie die neue Folge seiner Lieblingsserie zu gucken. Sobald Christian etwas postet oder ein eigenes Video auf YouTube hochlädt, nutzt er ebenfalls die Medien auf der Input-Seite. Christian ist ein Durchschnitts-User. Er hatte noch keine Idee für ein neues Format. Das wäre nämlich die Mediengestaltung. Das bedeutet, die Medien- und Kommunikationsroutinen zu verändern. Ein Beispiel dafür sind die App Snapchat oder Anbieter von Musikstreaming-Diensten. Christian hat jetzt den Durchblick in der Medienwelt.